Die Sanktionen Amerikas gegen China sind Harakiri für die internationalen Finanzmärkte. Warum das so ist, das bespreche ich jetzt mit Stefan Schrader, dem Geschäftsführer von Titus Finanzen in München. Immer wieder, wenn wir über die geopolitischen Risiken reden und darauf schauen, welche Auswirkungen es auf die Kapitalmärkte haben kann, dann wird teilweise auch davon geredet, dass das Zündstoff hoch 10 ist. Und einer, der das sagt, das ist Stefan Schrader, Geschäftsführer der Titus Finanzen in München. Schönen guten Tag, Herr Schrader. Guten Tag, Herr Kerscher. Herr Schrader, Zündstoff hoch 10, das klingt ziemlich gewaltig. Was ist denn da so brisant an dem, was da im Augenblick passiert? Ja, es werden viele Sanktionen verabschiedet im Moment. Am Fokus sind meist die Sachen, die gegen Russland verabschiedet worden sind am Anfang des Jahres. Und es werden sich davon kurzfristige Wirkungen beim Erreichen geopolitischer Ziele erhofft. Ja, manchmal ist es nicht so wirksam. Wenn wir auf Russland schauen, sieht man das und sollte eben auch, also ich habe ja immer den wirtschaftlichen Blick auf die Dinge vor allem, die Wirksamkeit in Frage stellen. Ja, also Sie haben es neulich in einem Interview mit Herrn Hellmeyer sehr schön beleuchtet, dass die Ukraine rund 160 Milliarden Wirtschaftsleistung im Jahr insgesamt hat. Ja, und wir veranlassen als Deutschland Sanktionen kooperativ mit anderen Ländern der westlichen Welt, die jetzt zum Beispiel in Deutschland jüngst zu einem Stützungspaket führten, das über 200 Milliarden schwer sein wird. Also einfach die Relation ins Verhältnis zu stellen. Und die Sanktionen gegen Russland sind wirtschaftlich eben nicht so schmerzhaft, wie man sich das erhofft. Das wird oftmals in der Presse anders dargestellt, aber faktisch ist es nicht so. Der Staatshaushalt in Russland sieht blendend aus. Das Gas wird mit etwas Preisabschlag, aber in größeren Mengen als jemals zuvor, nach Indien, nach China und in andere Regionen verkauft. Und es funktioniert eben negativ kurzfristig für uns und bringt nicht die Erfolge, die man sich davon verspricht. Und alle Sanktionen haben eine kurzfristige Wirkung und die kann sogar manchmal wirksam sein, aber sie haben auch immer eine quasi nachgelagerte Welle, die sie mit sich bringen. Und auch da möchte ich mal Russland und die Ukraine nehmen. Sie wissen alle am Anfang, also Ihre Zuschauer wissen wahrscheinlich alle, dass am Anfang dieser Krise viel darüber gesprochen wurde, dass das ja die Kornkammer Europas ist und dass wir eben dort einen Großteil der Weizenproduktion weltweit haben und so weiter. Und deshalb große Probleme entstehen. Und auch ich habe schon in Interviews darauf hingewiesen, wir werden leider im Winter eine große Hungersnot haben in vielen Teilen der Welt. Und meine These ist, im nächsten Jahr auch relativ große Wellen von Flüchtenden aus Afrika nach Europa. Und dann werden sich alle wieder wundern. Das sind also, sage ich mal, Kollateralschäden von solchen Sanktionen. Wie ist Russland und Ukraine zu der Kornkammer Europas geworden? Das ist passiert, weil die USA Sanktionen erlassen haben vor einigen Jahrzehnten, dass es Exportverbote aus den USA nach Osteuropa gibt, damals noch im Kalten Krieg, als politische Maßnahme. Und daraus resultierend entsteht dann immer in der nachgelagerten Welle natürlich das Bedürfnis, autark agieren zu können. Und besonders viel Energie geht dann da rein. Quasi aus der Strafe entsteht eine besonders hohe Motivation, gegenzusteuern, Abhängigkeiten aufzulösen. Und das war zum Beispiel Ukraine-Russland, was Getreideproduktion angeht. Das ist quasi eine Gegenbewegung, wodurch man da eben weltmarktführend wurde. Und das Gleiche passiert eben auch. Man stellt sich neu auf und wird dafür sorgen, dass man eben, dass man immer sein Geld verdient und dass man, sag mal, seine Bevölkerung schützt. Und deswegen haben kurzfristige Folgen der Sanktionen sind vielleicht manchmal gewünscht und gewollt und scheinen sogar zu funktionieren. Wichtig ist aber, mittel- und langfristig geht es nahezu immer nach hinten hoch und die eigentlichen politischen Ziele werden nicht erreicht. Also sagen Sie, dass, ich sag mal, wirtschaftliche Sanktionen grundsätzlich nicht in die richtige Richtung führen können? Nee, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber die Entscheidung, welche Sanktionen erlassen werden, das ist mein Eindruck jetzt als Wirtschaftsexperte, werden oftmals so getroffen, wie man denkt, dass sie den potenziellen Wählern gefallen und nicht, ob sie wirklich wirksam sind. Und das halte ich halt für so gefährlich. Also selbst wenn man eine kurzfristige Sanktion erlässt, die eine Wirkung entfaltet, denken, also ich rede mit vielen Menschen über das Thema im Moment und habe da auch jetzt im Podcast und Interviews Gespräche zu. Und kaum jemand denkt einfach 5 oder 10 Jahre weiter. Und Geopolitik ist eben nicht von der Tapete bis zur Wand geplant, sondern da geht es um strategische Kooperationen und Wechselwirkung. Und das sehen wir ja gerade brutal. Unsere Abhängigkeit vom Gas ist ja langfristig entstanden, ja, weil man eben nicht weiter geplant hat. Man hat eben nach der Annexion 2014 der Krim, hat man die Verträge für Nord Stream 2 gemacht. Ja, das ist zum Beispiel, das ist,
Warum? Auch, weil man die Durchleitungskosten durch die Ukraine nicht bezahlen wollte, die das Gas relativ teuer gemacht haben. Ja, also das ist ein nennenswertes Motiv gewesen, Nord Stream 1 und 2 zu bauen, weil die Durchleitungskosten durch die Ukraine so hoch waren. Heute kehrt sich das Bild auf einmal um. Ja, heute ist man sehr solidarisch, ja, was ich auch gut verstehen kann. Aber es ist für mich immer nur eine Seite der Medaille beleuchtet. Ja, und das ist diese Kurzfristigkeit, die ich im Moment beobachte und auch mit großer Sorge sehe, weil ich bin ja als Investor Fundamentalinvestor. Das heißt, ich habe einen Fokus meiner gesamten Analyse darauf, welche Wirkung ziehen in 3 Jahre plus, sagen wir 2, 3 Jahre plus, fängt meiner Meinung nach an, der Finanzmarkt an, berechenbar zu werden. Also welche Wirkung ziehen heutige Entscheidungen, Entwicklungen und so in 2, 3 Jahren nach sich in den verschiedenen Assetklassen, um damit Geld zu verdienen. Ja? Und was ich im Moment sehe, ist, dass kaum jemand über den Tellerrand hinaus plant und sich wirklich hinterfragt, ob die Ziele erreicht werden, die damit erreicht werden sollen. Ja, aber beantworten Sie uns doch die Frage, die Sie quasi gerade sich selbst gestellt haben oder uns gestellt haben. Welche Konsequenzen haben denn diese Sanktionen für die verschiedenen Assetklassen in 2, 3 Jahren? Also, wir haben jetzt über Russland, Ukraine gesprochen. Russland ist sehr schnell in die Hände von China und Indien getrieben worden. Also das muss man mal sehen. Also Indien und China sind starke Profiteure der Sanktionen des Westens und können sich dadurch eine bessere Rohstoffversorgung sicherstellen. China hatte, also eine der ersten Sachen war ja, Russland aus dem SWIFT, aus dem Zahlungssystem auszuschließen. China und Russland haben, also China hat ein eigenes Zahlungssystem. Also da konnte das Geschäft ganz unproblematisch weiterlaufen. Und das ist auch was, was ich, als darüber diskutiert wurde, sofort früh gesagt habe. Wieso sieht man nicht die Nebenwirkungen, weil das hundertprozentig Russland und China enger zusammenbringt. So, Indien wird stark profitieren, weil Indien sich durch die Preisabschläge, die ja ungefähr 30% betragen im Gas zu dem, was wir vorher gezahlt haben im Westen, kann Indien sich auch einfach viel mehr leisten. Und Gas ist, das merken wir in Deutschland gerade ganz brutal, ist eben so ein Schmierstoff in der Industrie, der wird halt gebraucht. Ja, also vor allem Indien ist ein Markt, das weiß ich auch, dass viele da mehr drauf schauen jetzt auf Indien, der davon profitieren kann. Ja, also das ist eine Sache. Und es gibt andere Sachen jetzt. China, USA ist zum Beispiel ein ganz heißes Thema durch vorgestern, wo Biden diese meiner Meinung nach Harakiri-Sanktionen erlassen hat. Ja, wo ich mich wundere, dass gestern nicht die Presse quasi geplatzt ist, schockiert, und die Märkte hätten, also für so einen Fundamentalinvestor, für mich hätten die Märkte gestern einen Crash hinlegen können, ja. Aber nein, es wird gefeiert, klare Kante, man muss China im Griff behalten. Ja, und das passiert natürlich rein zufällig in der Woche, bevor der große Volkskongress ist. Ja, genau. Herr Schrader, vielleicht können Sie das mal kurz erläutern, was Sie genau für so bedenklich halten an den Sanktionen, die Joe Biden gegen China insbesondere in Sachen Chiptechnologie erlassen hat. Also, ich zäume das Pferd mal von hinten auf. Wissen Sie, was das gefährlichste Unternehmen der ganzen Welt ist? Nein. Nein? Taiwan Manufacturing Semiconductors. Ja, der mit Abstand Weltmarktführer im Herstellen von, sag mal, Hochleistungschips. Ja? Und der ist halt in Taiwan. So, jeder hat schon mal davon gehört, dass China irgendwas mit Taiwan vorhat. In Expertenkreisen ist für alle klar, dass China Taiwan quasi wieder integrieren wird. Es ist ausschließlich eine Frage der Zeit. Also es gibt wirklich keinen einzigen Experten, der irgendwas anderes glaubt, sondern es geht nur darum, faktisch ein gutes Timing hinzubekommen. Ja, das ist das Einzige. Und dieser größte, mit Abstand größte Produzent, auch mit uneinholbarem Wettbewerbsvorsprung gegenüber Samsung als Nummer 2 und anderen, sitzt halt in Taiwan. Und da wird geopolitisch rumgeplänkelt seit einiger Zeit und alle gucken und haben Angst. Und jetzt werden diese Sanktionen erlassen, ja, dass China keine Sanktionen, was die Chip-Importe angeht, und darüber hinaus, was quasi die Arbeitserlaubnisse von Amerikanern angeht in Unternehmen, quasi die mit China eng verflochten sind. Also die Amerikaner, die in vielen chinesischen Chip- und Halbleiterkonzernen in Führungspositionen sind, die sind jetzt quasi alle auf dem Rückweg nach Amerika, weil sie sonst Riesenprobleme, also wirklich Riesenprobleme bekommen. Und das ist ein weitreichender Eingriff. Und der treibt, dann denke ich sofort, wow, was für ein Wabongspiel, was für ein Risiko, weil das die Wahrscheinlichkeit, dass China das jetzt einfach hinnimmt,
Es ist total unwahrscheinlich. Das ist ein Gesichtsverlust für die Führung. Gesichtsverlust ist in Asien die Höchststrafe. Wir haben jetzt am Wochenende den Volkskongress. Also es könnte auch eine sehr scharfe, kurzfristige Reaktion geben, um Stärke zu signalisieren, weil China muss ja die Bevölkerung quasi im Griff behalten. Und die haben eh gerade Probleme, weil die Immobilienblase dort platzt und so weiter. Ja. So, und es erhöht geopolitisch die Wahrscheinlichkeit, dass China kurzfristig quasi diese Annexion Taiwans anschiebt, erheblich in meinen Augen, erheblich. Es ist jetzt so, dass dieser Produzent und auch Samsung haben jetzt eine einjährige Sondergenehmigung bekommen von den USA, sind also befreit von den Sanktionen. Also man hat jetzt ein Zeitfenster gesetzt von einem Jahr, um die Situation wie auch immer in den Griff kriegen zu sollen. Aber ich denke dann sofort, wow, was für eine Risikoerhöhung für diesen politischen Übergriff. Und der würde eine unfassbare Solidarisierung mit sich bringen. Man müsste ja quasi, die Welt müsste Lager beziehen. So wie wir das jetzt auch in Russland und der Ukraine sehen, wo ein Drittel der Welt ungefähr über den dicken Daumen sich mit den USA solidarisiert und zwei Drittel aber eben zum Beispiel auch nicht mitmacht bei den Sanktionen. Das vergessen irgendwie immer viele. Es gibt über 100 Länder, die nicht mitmachen. Und da haben wir das Problem. Und das ist dann natürlich noch viel, viel größer. Und das hat Auswirkungen, also geopolitisch. Und es hat vor allem auch massive Auswirkungen zum Beispiel auf Inflation. Stellen Sie sich mal vor, die Gegenreaktion von China ist ähnlich konsequent. USA, Ray Dalio, ne, einer der größten Hedgefondsmanager der Welt und schlauer Kopf, da habe ich neulich im Interview gehört, dass die USA etwas über 20% ihrer Güter, also ihrer Konsumgüter aus China beziehen. Habe ich nicht validiert, aber nehmen wir jetzt mal so hin. Stellen Sie sich mal vor, China ist jetzt sehr konsequent und liefert nicht mehr und die Dinge müssen in den USA produziert werden oder aber anders gekauft werden. Wie inflationstreibend das ist. Und deswegen sage ich auch Harakiri. Also es wirkt negativ geopolitisch mittelfristig. Für mich glasklar. Also alle, die sich in einem Jahr noch daran erinnern, dann können wir ja schauen, weil dann fängt es an zu pressieren. Und das Zweite, es wirkt halt zum Beispiel inflationstreibend, obwohl angeblich Biden ja die Inflation mit allen Mitteln bekämpfen will. Und das ist für einen Wirtschaftsexperten offenkundig. Ja, und deswegen für mich auch Harakiri. Was bedeutet denn, ich sage mal, diese Harakiri-Analyse für Ihre Investoren? Wie stellen Sie sich denn da jetzt auf? Ja, wir sind ja, also wir gehören ja grundsätzlich zu der Fraktion auf Werte setzen, ja, also das heißt, das, was ich gut messen kann, wenn ich viel Eigenkapital in den Bilanzen habe und dafür an der Börse nicht so viel zahlen muss, also sprich einen günstigen Kurs habe, finde ich das gut. Hohen freien Cashflow finden wir gut. Eine stabile Kundenbasis, die vor allem dadurch stabil ist, dass Grundbedürfnisse bedient werden. Also Dinge, die man eben, wenn die Inflation steigt, nicht schwarz-weiß, also quasi kein digitales Entscheidungsmuster 1-0, kaufe ich oder kaufe ich nicht, sondern ich muss es kaufen. Ne? Und die Frage ist nur, bei wem? Und dann kann ich ja gerade im Aktienbereich, kann ich dann auf die guten Unternehmen setzen. Und wir gehen ja sehr stark über aktive Zielfondskandidaten, die wir einsetzen. So, und das machen wir weiterhin. Also wir haben sehr stark im Grunde genommen die Value-Orientierung. Es gibt absurd günstige Bewertungen meiner Meinung nach im Rohstoffbereich, also die, weil da auch strukturelle Defizite sind und der Rohstoffsektor, also die Minengesellschaften, die Rohstoffe fördern, verarbeiten und so weiter, die sollten sehr stark profitieren in den nächsten Jahren, weil es dort strukturelle Defizite gibt. Das heißt, die Fördermöglichkeiten stehen in keinem Verhältnis zu der Nachfrage, die relativ gut berechenbar ist. Und Rohstoffe werden nun mal gebraucht, ob man es will oder nicht. Und wir haben gerade im Rohstoffsektor eine künstlich deutlich erhöhte Nachfrage dauerhaft durch die Dekarbonisierung, die ja unglaublich viele Rohstoffe bedarf. Und Rohstoffe haben sich jetzt seit April nochmal je nach Bereich so 30-40% verbilligt, weil da im Moment das kurzfristige Spiel gespielt wird, nämlich eine schwere Rezession. Und dann ist es historisch immer so, dass Rohstoffaktien unter Druck gekommen sind. Also Rohstoffe spiele ich. Wir schauen aber in die zweite Reihe, definitiv auch weiterhin. Zum Beispiel in den USA haben wir im Anlageausschuss letzte Woche das erste Mal diskutiert, eben in die kleinen Unternehmen zu gehen, die sehr günstig bewertet sind, die ihre Einkünfte hauptsächlich in den USA beziehen und nicht so vom internationalen Handel abhängig sind. Weil das ist zum Beispiel was bei den großen Titeln noch nicht so eingepreist ist, meiner Meinung nach. Die US-Dollar-Stärke, dieses Jahr irgendwie rund 17%, zum Euro, aber auch zum Yen und zur anderen Währung brutal stark, heißt natürlich für Unternehmen, die global arbeiten und global ihr Geld verdienen, dass die in den Auslandsumsätzen auch quasi schlechtere Gewinne machen, ne? Weil sie ja wenn sie die Einkünfte 17% niedriger vereinnahmen im Euro, dann verdienen sie natürlich auch weniger Geld. Das heißt also, man kann ganz viel finden, selbst in den Mainstream-Märkten wie USA, wenn man in die zweite Reihe geht. Wir haben uns noch nicht dafür entschieden zu investieren, aber das kann man machen. Wir haben hauptsächlich, also größtes Investment ist in verschiedene Bereiche von Mining, also Aktiengesellschaften im Minenbereich.
und wirklich mit dem Fokus, sie langfristig zu halten. Wir haben in Asien in mehrere Länder investiert, also ASEAN-Region zum Beispiel, haben wir schöne Fondsmanager eingesetzt, die von Chinas grundsätzlicher Stärke profitieren, weil die ist ja grundsätzlich immer noch sehr groß, ja, aber eben nicht das politische Risiko von China haben, zum Beispiel. Ja, wir haben, man kann in den Ländern, die stark vom Öl profitieren und auch von diesen Verschiebungen, was den Öl- und Gasmarkt angeht, profitieren, kann man auch gut investieren. Das war jetzt ein Feuerwerk an Ideen für unsere nächsten Gespräche, lieber Herr Schrader. Ich meine, auch unsere Zuschauer können sich beteiligen, indem sie in Kommentaren unter diesem Video vielleicht auch mal sagen und ihre Meinung äußern können, worüber wir das nächste Mal sprechen sollten. Also mir spontan, also ich finde das Thema Rohstoffe sehr spannend, kleine US-Unternehmen, aber da gibt es noch viele andere Themen, die sie genannt hat. Wollen wir uns darauf verständigen, dass wir über eins dieser Themen das nächste Mal weiterreden? Ja, sehr gerne. Wunderbar. Das war Stefan Schrader, der Geschäftsführer von Titus Finanzen in München, über das, was gerade an den Finanzmärkten passiert. Da ist Zündstoff hoch 10, sagte er. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schrader. Sehr gerne, Herr Kescher. Bis zum nächsten Mal.